wünschst du dir mehr Sinn, mehr Freude und mehr Freiheit? Und träumst du davon, dein eigenes Ding zu machen? Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du von den verschiedensten Menschen Inspiration, wie du dein Leben mehr nach deinen eigenen Vorstellungen und Werten leben kannst. Es ist Zeit, das zu tun, was für dich wirklich zählt. Herzlich willkommen im Sinnunternehmer-Podcast. Heute habe ich Dominik Bagatzky bei mir als Interviewgast. Dominik hat sich aufs Podcast Consulting spezialisiert und unterstützt Selbstständige und Unternehmerinnen dabei, ihren eigenen Podcast zu starten, der ihnen leicht fällt. Sein Credo lautet: Jeder hat es verdient, seinen eigenen professionellen Podcast zu haben. Podcasting smart statt hart, das ist sein Motto. Angefangen hat Dominik eigentlich mit einer klassischen Ausbildung als Chemikant, ist dann die Karriereleiter hochgestiegen und hat irgendeinmal in einem renommierten Schweizer Pharmaunternehmen gearbeitet, in einem angenehmen Job, und hat sich dann dazu entschieden, diesen Job zu kündigen und ist dann wie durch Zufall über seinen eigenen Podcast zum Podcast Consulting gestoßen. Dominik, herzlich willkommen. Und ist das so ungefähr korrekt oder willst du noch etwas ergänzen? Ja, herzlich willkommen, Leander. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Und im Groben stimmt das so, genau. Nee, ich bin, wie du sagst, eben ganz klassisch gestartet, Berufsausbildung, dann Chemikant gearbeitet, dann eine berufliche Fortbildung gemacht. So diese klassische Karriereleiter, wie sie eigentlich jeder kennt, so diese berufliche, machst du Ausbildung, Fortbildung, dann hast du einen Job und dann gehst du halt nach und nach immer höher, wechselst die Firma, gehst in eine noch höhere Position. Und ja, dann habe ich halt irgendwann einen Schlussstrich aus verschiedenen Gründen gezogen und ich mache jetzt was ganz anderes wie vorher. Wirklich sehr spannende Geschichte und ich finde es auch sehr mutig, oder, dass du diese Entscheidung gefasst hast, jetzt mache ich jetzt etwas anderes und das ist nichts für mich. Wie kam es dann ursprünglich dazu? Also wie bist du zur Entscheidung gekommen, das ist nichts mehr für mich, ich mache etwas ganz anderes? Ja, zunächst war es so ein schleichender Prozess so ein bisschen dadurch, also ich komme hier auch aus dem Dreiländereck bei Basel, die Ecke, direkt hinter der Schweizer Grenze oder vor der Schweizer Grenze, je nachdem, wie man es halt sieht. Und genau. Ich habe eine Zeit lang in Aarau gearbeitet und da fährst du halt immer 45 Minuten einen Weg und habe da unheimlich viele Podcasts angehört. Also das waren alles so digitale Nomaden-Podcasts und alles, wo so mach dein Ding-Podcast. Und wenn du dir das jeden Tag 90 Minuten lang auf die Ohren gibst, dann macht das irgendwas mit dir mittelfristig. Und ja, das hat sich dann auf einmal ganz schlagartig so ergeben. Ich hätte intern in der Firma eine neue Position einnehmen können, habe mich da auch, das war alles unter Dach und Fach und es war eigentlich auch eine super geniale Position, wo ich damals noch dachte, ja, das ist es jetzt, da kannst du weitermachen. Und dann hat sich aber in den Sommerferien, weil wir in Urlaub fahren wollten, hat sich das einfach durch private Umstände, familiäre Umstände so ergeben, dass ich nicht mehr auf dieser neuen Position bleiben konnte, weil die wurde neu geschaffen von der Firma. Die haben die jahrelang dafür gekämpft. Ich habe die Stelle bekommen und dann kannst du halt nicht hingehen und sagen, hier, ich mache jetzt erstmal Teilzeit, weil ich nicht mehr so viel arbeiten möchte. Das war mir dann klar und dann war das eigentlich der einzigste Weg zu sagen, hey, pass auf, bevor wir uns trennen, jetzt mit einem halben Jahr machen und tun, Händen und Füßen und beide sind irgendwie nicht zufrieden, ziehe ich einfach den Schlussstrich und sage, ich will mich immer im Guten trennen. Ich kündige, weil ich so von mir aus nicht weitermachen kann und lieber wir trennen uns jetzt so im Guten, wie dass wir uns nachher im Streit trennen und beide Seiten sind einfach nicht glücklich mit der Situation, wie sie dann war. Also es war eigentlich eine sehr, sehr klare Entscheidung dann. Du hast ja sehr schön beschrieben, dass du gekündigt hast, sozusagen ohne einen Fallschirm, ohne einen Plan B. Also du hattest dir noch nichts nebenbei aufgebaut, was ich sehr mutig und bewundernswert finde. Und wie war das so im ersten Moment? Gekündigt und dann also hattest du diesen gut bezahlten, sicheren Job nicht mehr. Was kam als nächstes? Also ich habe halt vorher schon 10 Jahre lang fotografiert und dann war halt die erste Idee, wo ich im Urlaub dann natürlich mit einer Frau besprochen hatte und die Entscheidung eigentlich gefallen ist, hey, wir ziehen die, ich mache diesen Cut, ich höre da auf. Und
Und dann war natürlich ganz schnell die Frage, ja, irgendwie muss ja gucken, dass Geld reinkommt. Du hast ja eine Familie, irgendwie muss das ja laufen. Und da war die erste Idee eben, weil ich 10 Jahre lang schon fotografiert habe. Da habe ich gedacht, hey, da machst du irgendwas in die Richtung Fototrainer, Fotoseminare, Fotokurse. Das war so der erste Impuls, irgendwas in diese Richtung eben zu machen. Online-Kurs über Fotografie und alles. Und da war die Richtung erstmal in diese zu gehen. Während der Kündigungsfrist dann natürlich da Gedanken drüber gemacht, was könntest du denn alles so machen. Dann kam noch so 360-Grad Panoramafotografie mit dabei, also so, was man so von Google Street View kennt, halt nur in einer besseren Qualität. Und das war eigentlich so die Idee. Daraufhin habe ich dann auch nach der Kündigung, also ich hatte ja nichts. Ich hatte ja kein, es war ja nichts da, kein Nebengewerbe oder sonst so irgendwas, und habe dann auch wirklich wissentlich gekündigt und mich arbeitslos gemeldet. In Deutschland hast du dann halt eine Sperre von 3 Monaten drin, die muss ich halt in Kauf nehmen, aber ich habe wissentlich gekündigt und gesagt, okay, du baust dir aus der Arbeitslosigkeit halt dann was rau auf im Bereich Fotografie. Das wurde es dann letztendlich auch nicht. Das hat sich dann auch zerschlagen, weil ich einfach gemerkt habe, nee, Fotografie ist ein cooles Hobby, aber ich möchte es nicht als Beruf machen. Und weil es halt auch schon so viele YouTube-Kanäle gab und so viel. Und diese ganze Entwicklung, ich hatte da einfach dann ganz schnell gemerkt, nee, ist doch nicht mein Business, was ich irgendwie in diese Richtung machen will. Ich habe es dann noch probiert mit diesen 360-Grad-Panoramas. Aber dafür habe ich dann auch irgendwann gemerkt, ich brenne nicht dafür und die Nachfrage ist gar nicht so da. Und dann kam halt das Thema Podcasting um die Ecke geschossen und da bin ich dann jetzt am Ende gelandet, das so mal und, so ein bisschen reinzuwerfen. Das fand ich noch sehr spannend. Wie kamst du schlussendlich zum Podcasting? Wie kam das um die Ecke geschossen? Kam das einfach so? Also du hörtest ja bereits sehr viele Podcasts, hast du gesagt, auf deinem Arbeitsweg. Aber wo bist du dann mit dem Thema in Kontakt nochmals gekommen? Na, eben, das war ich dadurch, dass ich viele Podcasts gehört habe, hatte ich aber man möchte ja gerne Schlussfolgern sagen, ja, wenn man viele Podcasts hört, dann könnte man ja auf die Idee kommen, einen eigenen Podcast zu machen. Das hatte ich null auf dem Schirm, also wirklich null. Ich habe immer nur Podcasts konsumiert. Wir sind damals, das war 2015, 16, sind wir mit einem Campingblog gestartet, weil wir uns mit unseren Kindern dazu entschieden haben, uns einen Wohnwagen zuzulegen. Und das ist dann so, wie wenn du dir ein neues Auto kaufen willst. Das Auto soll rot sein, solange du das nicht kaufen willst, siehst du keine roten Autos, und sobald du ein rotes Auto kaufen willst, siehst du nur noch überall rote Autos. Genauso war es mit dem Camping. Wir haben gesagt, wir kaufen uns einen Wohnwagen, und gab es keine gescheiten oder viele Campingblocks. Und dann sind wir mit dem Campingblock gestartet, wo wir einfach, wenn wir auf Tour sind, das so ein bisschen berichtet haben. Und ja, das lief halt so nebenbei. Also da war ich ja noch angestellt, das war halt einfach so, das haben wir halt gerne gemacht. Und bin dann zufällig auf eine Facebook-Werbeanzeige zur Podcast-Meisterschule gestoßen, also ein Online-Kurs über das Thema Podcast, wie du deinen eigenen Podcast machst. Und ich hatte sofort, ohne drüber nachzudenken, wusste ich, Dominik, du musst einen Podcast über das Thema Camping machen. Kurz gegoogelt gab es dann ein, zwei, die so das so ein bisschen betrieben haben, aber es gab keinen Podcast so richtig über das Thema Camping. Du musst jetzt, entweder hat schon einer probiert und es lohnt sich nicht oder taugt nichts, oder es hat halt noch keiner probiert. Und somit war so der Grundstein für mich, die Tischseite vom Podcast-Konsumenten zum Podcast-Produzenten zu wechseln. Ja, wirklich, da kam so sofort dieses Gefühl, als du diese Werbung gesehen hast, Podcast-Meisterschule, das muss ich machen, das ist jetzt mein Ding, ich fange an. Ja, also ich habe da, war es sofort gleich, hatte noch keine Ahnung, wie es funktioniert, auf was ich mich da jetzt wieder neu einlasse, sondern einfach habe dieses Webinar angeschaut, habe die Podcast-Meisterschule gekauft, den Kurs durchgemacht und meinen Camping-Podcast gestartet. Mehr Infos zu der Podcast-Meisterschule findest du unter www.sinn-unternehmer.com/podcast-meisterschule und den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Hattest du von Anfang an schon die Idee, dass du damit auch Geld verdienen möchtest, oder war es erstmal einfach ein Hobby, das dir Freude bereitet hat? Also in der Podcast-Meisterschule ging es ja dann letztendlich schon darum, wie du mit deiner Stimme, mit deinem Podcast Geld verdienen kannst. Und da lag das natürlich nahe, so hey, du bist dabei, dich selbstständig zu machen, campen tust du auch, also machst einen Podcast über das Thema Campen, noch cooler, passt ja alles zusammen, und dann verdienst du am Ende darüber dein Geld mit einem Camping-Podcast. Was dann zum Teil
auch funktioniert hat, aber was dann nicht das Ende von dem war, weil ich einfach im Rahmen dieses Online-Kurses anderen immer weitergeholfen habe, weil mir die ganze Technik und das Ganze drumherum recht einfach fällt. Und dann haben mich irgendwann Leute angeschrieben und haben gesagt, Dominik, dir fällt die ganze Sache so einfach, kannst du mir da nicht helfen, kannst du das nicht für mich übernehmen, weil ist zwar alles super erklärt, aber ich bin einfach nicht technikaffin. Mir reicht schon, wenn ich mich mit meinem normalen Windows-Rechner auseinandersetzen muss, mit den normalen Problemen, die er hat. Und ich würde gerne einen Podcast starten, aber eben diese Technik hemmt mich so. Kannst du mir da nicht helfen? Und sag doch einfach mal, was du dafür an Geld haben möchtest. Und da bin ich da gesessen und habe gedacht, Alter, was ist jetzt los? Weil ich das ja gar nicht auf dem Schirm hatte. Das war ja gar nicht mein Ansinnen. Ich wollte ja einfach meinen Camping-Podcast pushen und den immer weiter treiben, aber halt, weil mir das so einfach fällt, einfach was zurückgeben an anderen, denen das nicht so leicht fällt, einfach helfen. Sagen, hier, pass auf, ich kann das einfach, ist kein Problem. Und dann kommen auf einmal die Leute auf dich zu und sagen, hier, sag mir doch, wie du kannst mir helfen und sag mir, was du dafür an Geld haben willst. Da habe ich gedacht, Alter, wie geil, ist das noch viel geiler. Positive Überraschung von etwas, was du überhaupt nicht daran gedacht hast. Ja, genau. Also ich bin nicht zum Podcast-Business gekommen, in dem Sinn als Podcast-Consultant, wo ich jetzt Selbstständigen und Unternehmerinnen dabei helfe, ihren eigenen Podcast zu starten, sondern letztendlich kam dieses Podcast-Business dann über Umwege zu mir. Also war wirklich eine direkte Nachfrage. Die Leute haben wirklich danach gefragt, kannst du mir helfen? Und aus dem heraus hast du das aufgebaut, gell? Genau, eben. Es hat halt so schleppend angefangen und dann habe ich das halt gedacht, ja, musst du machen. Dir fällt das ja eh super einfach und es ist einfach so schade, dass halt Menschen ihren Podcast nicht starten. Und ich habe mir dann irgendwann das Credo gesetzt, jeder muss in der Lage sein, einen professionellen Podcast zu starten. Und dafür stehe ich. Und dass es jeder auch mit Leichtigkeit betreiben kann. Und das habe ich dann immer weiter ausgebaut, immer mehr dran gefeilt, da ein vernünftiges Setup hinzubekommen, dass wirklich jeder, der es auch nicht so mit Technik hat, mit Leichtigkeit einen eigenen Podcast betreiben kann. Genial. Und wie hast du da, also da kam ja diese Nachfrage, und wie hast du dann angefangen? Also die Leute haben ja gefragt, wie viel Geld willst du dafür und kannst du mir helfen? Was kam als nächstes? Wie hast du dann das erste Angebot definiert und wie hast du den Preis festgesetzt? Welche Gedanken kamen dir da in den Kopf? Ja, dadurch, dass ich ja meinen eigenen Podcast hatte, wusste ich ja ungefähr, was an Arbeit auf mich zukommt. Und habe das dann einfach nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, habe nochmal ein paar Podcast-Folgen mit einem Time-Tracker aufgenommen, einfach zu wissen, wie viel Zeit brauche ich selber. Und die ersten Angebote habe ich dann über einen Stundenlohn quasi. Habe gesagt, okay, wenn ich eine Podcast-Folge für dich fertig mache, kostet die so viel, in einer Stunde schaffe ich so viel Podcast-Folgen fertig zu machen. Das ist dann pro Folge, kostet es halt so und so viel, wenn wir das über einen Pauschalbetrag rechnen können, wenn es so ein definierter Rahmen ist. Wenn es individuell ist, rechnen wir halt einfach über einen Stundenbetrag. Davon bin ich mittlerweile weit weg. Aber damit habe ich angefangen, einfach mit so Stundensätzen zu arbeiten und die dann halt nach und nach auch logischerweise, weil am Anfang traust du dich ja erstmal nicht, weil du kennst es auch nicht. Wenn du jahrelang Angestellter warst, hast du ja einfach dein Geld überwiesen bekommen und gut war's. Und jetzt musst du ja selber anfangen zu rechnen und zu kalkulieren und dann tust du dich halt von Kunden zu Kunden, tust du dich halt quasi hocharbeiten und guckst halt, was zum einen, was möglich ist, was der Markt hergibt, ist halt viel ausprobieren. Und was hat dir schlussendlich dabei geholfen, so dass dein Angebot auch ein bisschen teurer zu machen oder so mehr Selbstvertrauen, wie kann man es formulieren? So Vertrauen in deine Fähigkeiten und dein Angebot und zu sagen, hey, das ist es wert. Das ist ja auch ein Prozess. Oder am Anfang hat es ja auch gesagt, traust du dich vielleicht noch nicht, weil du es noch nicht kennst. Aber was war denn so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, doch, jetzt kann ich mehr verlangen. Das ist es mir wert. Ich glaube, das ist halt so eine Mindset-Sache, die sich mit der Zeit einfach entwickelt. Da bedarf es auch von einem Netzwerk, also wo du dich mit anderen Unternehmern austauschen tust, die einfach schon auf einem Level sind, wo du gerne hinbürdest. Und wenn du dann halt mit denen einfach dich austauschen musst, die sagen, ja, kannst du locker so und so viel für verlangen, dann ist das erstmal eine Sache, die muss in dir arbeiten und muss in dir auch reifen, weil du kannst dich einfach einen höheren Preis ansetzen, wenn du innerlich nicht dazu bereit bist. Also wenn du selber nicht hinter diesem Preis stehst und dich entkoppelst von diesem Zeitmoment und sagst einfach,
dieses Produkt, diese Dienstleistung, dieses Done-for-You-Paket, was ich dir anbiete, das hat einfach diesen Wert, weil ich weiß, dass es das wert ist. Es geht nicht darum, dass du das in Stunden irgendwie abrechnest oder so irgendwann oder auf Stunden ummünzt, sondern es geht darum, wie viel Wert hat dieses Produkt, wie viel Wert hat die Lösung, die du bietest. Und das ist einfach eine Entwicklungssache, wo ich glaube, so ziemlich jeder Selbstständige am Anfang weiter unten war, wie er heute ist. Also das kannst du nicht irgendwie, ja, es ist eine Entwicklungssache, würde ich sagen. Also wirklich auch so, dass du mit der Zeit ein Gefühl dafür bekommst oder dein Mindset sich langsam anpasst und du realisierst, doch, das hat diesen Wert und ich habe das Vertrauen in meine Arbeit. Ja, es sind halt viele kleine Schnittstellen dann, die da so ein bisschen ineinander greifen mit der Zeit. Es gibt ja dann auch so Sprichwörter, die so ein bisschen sagen, solange keiner zu dir gekommen ist und gesagt hat, kaufe ich nicht, ist viel zu teuer, bist du zu günstig. Okay, das muss fast mal passieren, sonst kannst du noch höher gehen. Ja. Ja, oder eine andere Möglichkeit, die ja da auch besteht, ist, solange du zu viel zu tun hast in dieser Zeit, die du für dich zur Verfügung stellst, bist du auch zu günstig. Da macht dein Preis einfach teurer, weil dann springen automatisch Leute ab. Aber es kommen andere Leute wieder hinzu, weil sich deine Zielgruppe so ein bisschen ändert. Also das ist, finde ich, ein recht komplexes Thema, was man nicht irgendwie so in ein, zwei Sätzen beschreiben kann. Wie findest du deinen richtigen Preis oder wie beschreibt man diese Entwicklung eben? Das ist einfach was halt über mehrere Tage, Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre geht. Ja. Also, meine Preise sind heute auch ganz anders wie vor 4 Jahren. Also, da hätte ich vor 4 Jahren hätte ich gedacht, hätte mir einer gesagt, in 4 Jahren verlangst du diesen Preis dafür, dann hätte ich auch gesagt, ja, du hast auch zu viel geschlafen heute Nacht. Und jetzt bist du dort. Und dein Angebot hat sich auch verändert. Was bietest du im Moment hauptsächlich an? Also wie sehen deine Angebote aus? Also sind verschiedene Pakete natürlich, da habe ich 3 Stück, wo sich jeder das Passende zum einen raussuchen, beziehungsweise in Absprache dann im Gespräch findet man dann meistens raus, was passt am besten. Das ist halt einmal das reine Podcast-Setup, wenn jetzt wirklich sich einer auskennt, sagt hier, ich will das einfach nur nicht selber machen, ich wüsste, wie es geht, ich will Zeit sparen, ich liefere dir alles, sag mir einfach, was du brauchst und machst, das ist so das kleinste Paket. Und dann gibt es halt noch Pakete mit einer richtigen Begleitung, wo wir über Videocalls, wo es einen WhatsApp-Support von mir gibt, wo man mich persönlich dann auch einfach anschreiben kann, weil manche Sachen kann man schnell beantworten. Also das sind dann die größeren Pakete, wo ich dann Selbstständige und Unternehmerinnen dabei begleite, von der Idee des Podcastes bis hin, bis er dann läuft und dann später auch noch, wenn die sagen, finde ich alles cool, ich weiß trotzdem, wie es geht, aber ich will es trotzdem nicht machen, ich mich aufs Produzieren vom Podcast fokussieren. Da kann ich dann mit meinem Team im Hintergrund anbieten, dass wir so ein All-Inclusive-Paket machen. Das heißt dann, du als Podcaster musst nur noch quasi deine Folgen aufnehmen und wir erledigen den Rest vom Schnitt, vom Planen bis hin zu den Shownotes schreiben, Blogartikel verfassen, ist dann da quasi alles mit drin und man muss sich da als Podcaster um nichts mehr quasi kümmern, außer ums Aufnehmen. Also super, also es heißt, es gibt bei dir auch Langzeitbegleitung. Also ich kann jetzt auch kommen mit meinem Podcast und sagen, hey, ich will wirklich nur meine Interviews führen, meine Folgen aufnehmen und der Rest darfst gerne du machen, weil du bist Experte. Genau. Super. Und was begeistert dich am meisten so bei deiner Arbeit? Oder was ist so der Unterschied zu vorher? Was fasziniert dich daran? Ja, es ist einfach, weil ich Lösungen anbiete, beziehungsweise Menschen das Problem abnehmen, dass sie ihren Podcast nur aus dem Grund nicht starten, weil sie die ganze Technik und dieses ganze Drumherum, was noch so ansteht, weil sie das halt daran einfach hindert, weil das so ein großer Ballast ist, so eine große Bremse, höre ich immer wieder so, ich starte meinen Podcast letztendlich, wenn wir ganz ehrlich sind, nur nicht, weil mich diese ganze Technik, das ganze Drumherum, das schreckt mich einfach so dann dermaßen ab, dass ich deswegen nicht starte und das finde ich so, so schade. Ich finde selber Podcasts halt einfach genial. Ich habe lang genug Podcasts jeden Tag angehört. Ich habe selber 2 eigene Podcasts. Also ist einfach ein geiles Medium und ich finde einfach, da sollte jeder eben in der Lage sein, einen eigenen Podcast betreiben zu dürfen. Genau. Also ja, es ist auch wirklich die Freude, dass du es Menschen erleichterst,
so diesen Podcast, diese Botschaft, die sie rausbringen wollen, einfach zu starten, ohne groß sich blockieren zu lassen von dem ganzen Technikkram. Und ja, es ist wirklich eine schöne Aufgabe, stelle ich mich sehr schön vor. Ja, und es ist halt toll, weil du siehst halt immer, du siehst kein Ergebnis, aber du hörst es. Du hörst sie. Du hörst und liest es. Genau, und du hast ja zwei Podcasts, hast du gesagt, also wahrscheinlich der eine ist immer noch der Camper-Podcast, ist das richtig? Das ist immer noch der erste Podcast, mit dem damals eben alles angefangen hat, mit diesem Camping-Podcast, der läuft jetzt seit, wann habe ich angefangen? 29. Mai 2017 hat dieser Podcast gestartet und der läuft immer noch, es sind jetzt über 260 Folgen, glaube ich, auf dem draußen und dann habe ich, ich weiß schon gar nicht mehr was, 2018 oder 2019 habe ich meinen zweiten Podcast, den Podcast übers Podcast machen zu starten, wo ich einfach die ganzen Themen rund ums Podcasting behandle. Natürlich mehrheitlich, weil mir die Technik schwerfällt, habe ich viele technische Themen da zum Podcasting aufgenommen, weil ich einfach von Anfang an gesagt habe, ich habe keine Geheimnisse. Jeder, der einen Podcast selber starten will und kann, der kann sich den Podcast anhören und soll es danach selber umsetzen können. Und nur wenn er sagt, alles klar, aber ich will es trotzdem nicht alleine machen, dann kann er sich bei mir melden. Hatte ich auch schon. Also ich hatte durchaus schon Podcast-Hörer, die zu mir kamen, die haben gesagt, hier Dominik, ich kenne deinen ganzen Podcast. Ich habe alle Folgen gehört. Ich weiß, wie es funktioniert. Aber ich will das trotzdem mit dir machen. Bitte hilf mir dabei, meinen Podcast zu starten. Und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Oh wow. Ja, sicher auch ein zeitlicher Faktor wahrscheinlich manchmal, oder? Also wissen, wie es geht, aber dann noch die Zeit aufbringen, die Energie, das selbst umzusetzen, das kann manchmal sicher herausfordernd sein. Das heißt, es sind viele angehende Podcaster sicher dankbar um deine Hilfe. Ja, ich meine, du weißt es ja selber, wie es ist, so einen Podcast zu starten. Das ist ja nicht damit getan, dass du einfach ein Mikrofon kaufst, reinquatschen tust und dann steht der Podcast. Da geschieht noch viel hinten dran und drumherum. Und eben das ist wirklich ein riesen Zeitfresser, wenn du halt dich damit nicht auskennst. Ich habe mich halt darauf spezialisiert. Ich mache das immer wieder. Podcast-Starts einreichen, den Podcast anlegen. Da geht das halt einem recht gut von der Hand. Und man kennt die ganzen Fallstricke, die auf einen zukommen und Probleme, die auch auftreten können im Rahmen eines solchen Startes. Oder was man halt für Fehler durch Nicht-Tun machen kann. Und die fallen dann halt alle damit weg, weil man jemanden im Hinterrücken hat sozusagen, der weiß so, pass auf, da musst du aufpassen, da musst du nochmal gucken, hier brauche ich noch, da ist noch was, hast du das gemacht und jetzt können wir starten. Und das nimmt halt viel Arbeit ab und macht es halt eben auch vom Stresspegel her wesentlich einfacher, weil man halt weiß, okay, da ist jemand, der kennt jeden Fallstrick. Ja, sehr wertvoll, weil ich kenne es ja wirklich auch selber und habe auch in der Facebook-Gruppe der Podcast-Meisterschule schon viele dumme Fragen gestellt und war immer wieder dankbar von dir und den anderen Moderatoren wirklich so wertvolle Antworten zu erhalten. Und ich hatte jetzt das Glück, dass ich ja ziemlich viel Zeit zur Verfügung hatte, aber wenn jetzt jemand das nebenberuflich aufzieht, ja, da stelle ich mir vor, deine Arbeit ist extrem wertvoll. Ja, dankeschön. Und gerne. Und du bietest ja auch noch ein Podcast-Workbook an, gell, ergänzend zu deinem 1:1-Angebot und zu deinem Podcast, habe ich gesehen. Genau, dieses Workbook ist so die Quintessenz aus dessen, wo ich gesagt habe, okay, wenn sich jemand den Podcast angehört hat, die Begleitung von mir persönlich nicht leisten will oder nicht leisten kann, dann ist dieses Workbook einfach nochmal so eine komprimierte Quintessenz, auf was es einfach beim Podcast-Start ankommt. Also da habe ich nochmal alles komprimiert zusammengepackt, was ist wirklich wichtig. So ein bisschen so ein Leitfaden, das ist auch entsprechend so aufgebaut, dass man sich da halt durchschaffen kann und am Ende weiß, okay, jetzt habe ich alles für meinen eigenen Podcast. Ist das einfach nochmal ein komprimiertes Buch sozusagen, dass man sich nicht stundenlang Podcast anhören muss. Super, also bei dir bekommt man wirklich alles, damit man einen super Podcast auf die Beine stellen kann. Und jetzt habe ich doch trotzdem noch eine Frage. Du hast ja auch viel gesagt, du unterstützt Menschen mit einem Business oder Selbstständige dabei, ihren Podcast aufzubauen. Ist es auch möglich, einen Podcast ohne bereits bestehendes Business aufzubauen und damit auch davon auch leben zu können? Und wenn ja, was braucht es dafür? Die kurze Antwort wäre ja jetzt, ja natürlich, ich bin das beste Beispiel dafür. Aha, genau.
weil ich hatte ja vorher kein Business. Ja, stimmt. Aber ich weiß auf was du hinaus willst. Und ich sage ja, also es ist durchaus möglich. Ich habe das ja mit meinem Camping-Podcast auch angestrebt, bis halt dieses Herzensbusiness letztendlich das Podcast-Consulting zu mir kam. Es ist durchaus möglich. Also du kannst mit dem Podcast Geld verdienen. Das Wichtigste ist einfach, dass du dranbleibst und dass du es halt auch durchziehst. Und da scheitern einfach viele dran. Die geben halt zu schnell auf. Mein Podcast ist nach wie vor etwas, das braucht ein bisschen Zeit, das braucht eine Entwicklungsphase. Bis du bekannt bist in deiner Nische, bis du erste Werbepartner gewinnen kannst. Aber es geht. Also ich habe selber für den Camping-Podcast habe ich alles möglich gehabt. Ich habe Produktkooperationen gehabt, ich habe finanzielle Kooperationen gehabt, wo ich Podcast-Plätze verkauft habe gegen Geld. Produktkooperationen, wo ich das Produkt zur Verfügung gestellt habe. Produktkooperationen, wo mir das Produkt und zusätzlich halt noch Geld bezahlt wurde. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst dann Sponsoring, kannst Werbepartner reinnehmen. Also es gibt so viele Wege, wie du mit deinem Podcast Geld verdienen kannst, wenn du es durchziehst, dranbleibst und es halt auch wirklich willst und wenn du die richtige Zielgruppe hast. Also du musst halt schon das richtige Thema und die richtige Zielgruppe haben, weil das mag jetzt vielleicht ein bisschen, das soll nicht hart oder fies oder böse klingen, aber es ist halt, wenn du eine Zielgruppe ansprichst, die finanziell nicht in der Lage ist, überhaupt irgendwie was zu machen, dann kannst du da halt auch nur schwer Geld verdienen mit. Das klingt zwar ein bisschen blöd, aber es ist halt einfach so. Klar, leuchtet sicher ein. Und du hast ja jetzt auch diese Nische angesprochen und fast alle oder reden von dieser Nische. Wie ist es eigentlich? Ich habe auch gesehen, es gibt auch sehr viele erfolgreiche Podcasts, wie vielleicht, weiß auch nicht, auch von Tom Cowles oder von Toby Beck oder solche reine Interview-Podcasts. Und die haben aber nebenbei auch noch, zum Beispiel Toby Beck, glaube ich, so eine Personality Masterclass oder so Coachings aufgebaut. Aber meine Frage ist es auch möglich, in solchen Interviews, Podcasts mit einer breiten Zielgruppe auch ohne Nebencoachings davon leben zu können? Also wenn du rein Interviews führst und Menschen inspirierst, zum Beispiel auch ihr eigenes Ding zu machen oder Menschen ansprichst generell, sei es manche machen Podcast darüber, wie man selbstbewusster wird oder dies und jenes. Weißt du, was ich meine? Also, weil die Zielgruppe nicht rein Camper oder Golfer ist, sondern ziemlich breit. Ja, da musst du halt einfach andere Möglichkeiten finden, weil, also wenn dein Podcast dann irgendwann mal groß genug ist und eine ordentliche Reichweite hat, dann kannst du ja zum Beispiel auch hingehen, wenn dann Leute auf dich aufmerksam werden, kannst du sagen, ja klar, kannst du in meinen Podcast kommen, kostet aber so viel. Also damit so bezahlenden Interviewgästen sozusagen. Genau, weil, ja. weil letztendlich nutzen die ja auch deinen Podcast für ihre Reichweite. Klar, stimmt, also, ja. Also du bietest ihnen ja Zugriff auf deine Zielgruppe, die ja eventuell auch wieder für sie lukrativ sein könnte. Sei es halt in einer spirituellen Art oder halt in einem Business-Coaching oder sonst irgendwas, da kannst du dann halt später das über diese Schiene machen. Eine andere Möglichkeit ist halt zum Beispiel, wenn du jetzt Interviewgäste hast, die eben, wie jetzt Toby Beck, seine Mastermind oder was, egal wer, viele Menschen haben ja zum Beispiel Online-Kurse. Dann sagst du, okay, kannst du in meinen Interview-Podcast kommen, du hast einen Online-Kurs, lass uns da doch einen Special-Deal machen, irgendwie 50%, 20% kriegen die Zuhörer ihn günstiger und ich krieg zusätzlich auch nochmal 20% Affiliate-Provision oder irgendwie sowas. Kannst du wieder über Affiliate-Einnahmen machen. Also dann kannst du, je nachdem mit was für Themen die Interviewgäste zu dir kommen, kannst du ja natürlich auch hingehen und kannst diese Themen, wenn du die so ein bisschen clustern tust, wenn es so Themenschwerpunkte sind, kannst du die natürlich auch sammeln, kannst sie nochmal inhaltlich verschriftlichen lassen, nochmal einen Blogpost rausschreiben lassen, kannst dann da draußen ein E-Book machen oder sonst irgendwas und dann wieder für ein paar Euro verkaufst du so als ersten kleinen Lead-Generator irgendwie so, also als kleines Produkt. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Man kennt sie oft nur nicht, wenn man da in seinem eigenen Ding drin ist und jemand anderes kann da auch mal gute Impulse geben, was möglich ist. Ja, ich sehe, du sprudelst da vor Ideen und Impulsen. Also wenn du deinen eigenen Podcast starten willst, da gibt es
auf jeden Fall Möglichkeiten, damit auch Geld verdienen zu können. So, das ist so für mich das Fazit von dem, wo du jetzt erzählst. Ja, also es ist definitiv möglich, aber es ist halt wirklich, man muss dranbleiben, man muss halt auch dahinter stehen, man muss dran glauben und man muss halt auch etwas dafür tun. Es ist nicht einfach so, dass man einen Podcast aufnimmt und dann kommt das Geld zu einem. Also es ist nach wie vor, es gibt kein Schnellreich-Konzept, sondern es ist immer mit Arbeit verbunden in irgendeiner Art und Weise. Und wenn dir das halt Spaß macht über einen Podcast, dann ist das halt ein cooler Weg. Sehr schön. Und was gibt es so etwas, wo du sagen würdest, das sind so die drei wichtigsten Punkte, die es braucht, damit ein Podcast wirklich auch erfolgreich wird? Oder vielleicht auch, was macht überhaupt einen erfolgreichen Podcast aus? Ja, die Frage ist wahrscheinlich besser, wie zu sagen, was macht einen erfolgreichen Podcast aus? Weil das ist ja so unterschiedlich. Was ist überhaupt wann ist ein Podcast eigentlich erfolgreich? Ist ja, sind das jetzt die Downloadzahlen oder was ist das? An was misst man das, ja? Ja, es kommt ja auch darauf an, was du vorhast mit deinem Podcast. Willst du deine eigenen Produkte und Dienstleistungen anbieten? Also wie jetzt ich zum Beispiel mit meinem Podcast übers Podcast machen. Da ist ja die hintergründige Absicht ist ja darüber, Kunden zu gewinnen, dass Leute zwar wissen, okay, wie es geht, aber der Dominik kennt sich aus und ich buche den als Consultant. Also ist mein Podcast erfolgreich, wenn er mir Kunden bringt. Dazu brauche ich aber keine 500.000 Downloads pro Folge oder sonst sowas. Weil wenn ich jetzt 500.000 Downloads hätte und nur 10% davon würden zu Kunden zu mir kommen, dann hätte ich so viel Arbeit, da würde ich gar nicht hinterherkommen. Also ja, klar. Ja, also man muss einfach mal sehen, weil viele messen Erfolg an Reichweite. Aber im Prinzip ist es, mein Coach hat mal gesagt hier, es bringt nichts, immer nach dieser Reichweite zu gieren. Wenn du, stell dir vor, du hast 100 Downloads. So, diese 100 Downloads sind 100 Leute. Diese 100 Leute stehen jetzt bei dir im Wohnzimmer. Und alle wollen eventuell bei dir kaufen. Und anstatt erstmal diese 100 versuchen zu erreichen, zu sagen, hey, kann ich dir helfen, rennst du aus deinem Wohnzimmer raus, lässt die 100 stehen, wo potenziell Kunden dabei sind und sagst, so, wo sind die nächsten 1000? Da hast du immer noch nichts verdient. Und die 100, wo bei dir im Wohnzimmer sitzen und stehen, die sagen, ja, ist aber doof, irgendwie hat er mir jetzt nicht geholfen, sondern der geht gucken, wo die anderen sind. Also du siehst, es ist nicht einfach, was ist ein erfolgreicher Podcast. Es ist nicht die Reichweite, es ist das, was er macht, um dein Ziel zu erreichen. Das und daran musst du halt den Erfolg messen. Was ist dein Ziel mit dem Podcast? Und wenn du das erreichst, dann ist er erfolgreich. Egal, ob du 100 Downloads hast, ob du 10 Downloads hast, ob du 1000 oder 10.000 hast. Okay, kann man wirklich sagen, ein Podcast, also du, wenn du einen Podcast starten willst, ist es sehr hilfreich, wenn du ein klares Ziel hast. Und es ist wichtig, deine aktuellen Hörer als allererst zufriedenzustellen, als gerade direkt aus dem Wohnzimmer, wie du es schon beschrieben hast, nach neuen Hörern zu suchen. Na, weil es bringt dir ja nichts. Dann hast du nachher 1000 Leute im Wohnzimmer sitzen und hast erst keinen Kunden gewonnen. Also dann schau erstmal, dass die dir zuhören, dass du die zufriedenstellst, dass du denen weiterhilfst und nicht erst noch 1000 andere suchen. Leuchtet sehr ein. Und jetzt, du hast ja angesprochen, du hast ja von deinem Coach erzählt. Das finde ich auch eine wichtige Frage. Es heißt ja auch immer, finde einen Mentor und finde jemanden, der bereits dort ist, wo du hin willst und der dich unterstützt. Wie findet man so eine Person oder was ist der beste Weg oder wie hast du so einen Mentor oder so einen Coach gefunden? Es gibt ja so viele auf dem Markt und wie entscheidest du dich, welchen ich jetzt anschreibe oder wie gehst du da vor? Also meine ist es halt über das Netzwerk, das du mit der Zeit entwickelst und ja, auch einfach Leute kennen. Und wenn du mit denen halt dann eine Beziehung aufbaust, wenn sich da immer wieder Gespräche ergeben, dann kann ja so jemand für dich auch, den fragst du dann ja vielleicht auch mal in einem anderen Belang, wie jetzt hier nur direkt aufs Business bezogen irgendwie was. Und so kann sich sowas halt entwickeln. Dann ist halt eine andere Möglichkeit, du tust in Anführungsstrichen, kaufst einen Coach, also jemand, der schon dort ist, du kaufst ein Coaching bei dem, ein Mentoring. Ist halt eine gefährliche Sache, weil es halt auch sehr viele, ja, Leute gibt, die das halt verkaufen und halt selber nicht so weit sind. Und da ist es halt, da musst du halt gucken,
wer ist die Person? Bei meinem ist es, ich kenne den schon seit über 10 Jahren und habe jetzt gesagt, hier vor einem Jahr, ich nehme mal deine Hilfe in Anspruch, kannst du mir da und da weiterhelfen? Und dann hat das geklappt, weil wir schon viel, viel gemeinsam gemacht haben in den vergangenen Jahren. Es ist einfach ganz viel Beziehungsaufbau, glaube ich. Also wirklich auch so das Netzwerken oder im Kontakt mit Menschen, auf Menschen zugehen und so ergibt sich am besten etwas aus dem persönlichen Kontakt. Ja, also weil nur so lernst du die Leute auch kennen, wenn es nicht nur einfach so Frage und Antwort ist, so du, ich habe mal eine Frage zum Thema Podcast machen. Dann gebe ich demjenigen eine Antwort und irgendwann ist es ja einfach so, irgendwann wäscht eine Hand die andere. Es muss ja nicht immer in irgendeinem finanziellen Ausgleich enden, sondern es ist ja, du hilfst mir dabei, dafür frage ich dich halt auch mal irgendwas. Und schon hast du so eine Beziehung irgendwie aufgebaut, die jetzt nicht klassisch vielleicht so ein Coaching ist, aber wo du halt jemanden hast, der schon vielleicht weiter ist wie du, den du aber dann auch mal wieder um Rat fragen kannst, und der fragt dich halt mal wieder in irgendeiner Art und Weise um Rat. Und so ist es halt ein Geben und ein Nehmen, das jetzt nicht auf irgendwelchen Zahlen basiert und monatlichen Rechnungsbegleichungen oder so irgendwas, aber so, damit kommst du ja auch weiter und kriegst damit, wie tickt, wieso ist der so, wie er ist, wieso ist der dort, wo er ist, und das kannst du den ja dann auch einfach mal fragen und sagen, hier, pass auf, was muss ich machen, damit ich da auch hinkomme. Sehr schön. Jetzt würde ich mich interessieren, du sprudelst ja vor Energie und du hast richtig Spaß an dem, was du tust, aber trotzdem bin ich mir sicher, gibt es ja auch Tage, wo es dich mal ankotzt, wo du da denkst, ja, jetzt habe ich überhaupt keine Lust, meine Motivation ist im Eimer. Wie gehst du da um? Wie motivierst du dich wieder selber, wenn es mal nicht so läuft, wie du dir das wünschst? Also zum einen ist ich selber habe halt die Möglichkeit, dass ich meinen Tag, dadurch, dass ich von zu Hause aus auch arbeite, also ist so das klassische digitale Nomaden-Unternehmertum hier, ich brauche nur einen Laptop und eine stabile Internetverbindung, habe halt die Möglichkeit dadurch, dass ich halt auch meine Zeiten sehr flexibel gestalten kann. Klar, wenn ich jetzt einen Consulting-Call habe und habe eigentlich keine Lust, da muss ich halt zusehen. Da kommen wir dann gleich zu, wie motiviere ich mich, obwohl ich eigentlich gar keine Lust dazu habe in dem Moment. Weil da musst du abliefern in dem Moment. Da kannst du nicht sagen, oh nee, ich habe heute keinen Bock. Aber ansonsten ist es, wenn es halt gar nicht geht, dann kannst du immer verschieben. Dann sagen, hier, pass auf, ich erledige dieser Aufgabe, wann ist die Timeline, ich erledige die morgen, weil heute geht's einfach nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und ansonsten, wenn es halt gar nicht anders geht, dann ist Musik. Also du musst einfach hier so eine Playlist auf Spotify erstellen mit motivierender Musik und dann hörst du dir einfach mal 3-4 Lieder an, weil dann kommst du in eine ganz andere Stimmungsschwankung. Wenn du einfach geile Musik hörst, die bringt dich einfach eine andere Stimmung und dann kannst du da wieder abliefern. Aber mach ich dann auch, wenn es mal ist vor einem Call, wenn es mal der Fall ist, dass mir echt scheiße geht sozusagen, dass ich denke so, oh, heute ist echt nicht mein Tag, dann hörst du halt einfach mal eine Viertelstunde lang vorher einfach volle Kanne mit Kopfhörern, richtig geile Musik und dann wirst du ganz schnell merken, da bist du auf einem ganz anderen Energielevel wieder und sagst, ey geil, jetzt machen wir die Stunde und nach so einer Stunde ist ja auch wieder vorbei. Dann kannst du dich ja hinlegen, kannst sagen, so heute habe ich die, für heute habe ich, will ich nicht mehr. Aber sehr schön, das funktioniert bei dir wirklich, oder? Dass du wirklich sagst, jetzt höre ich meine motivierende Playlist und dann kannst du dich wirklich auch auf ein anderes Energielevel bringen, das ist sehr schön, das ist wirklich toll, wenn du das so machen kannst und innerhalb von einer Viertelstunde bist du wieder bereit? Schön. Also ich höre das so klassisch, so Eye of Tiger und sowas, hier so von den Klitschkos früher und so diese Lieder, weil ich halt ziemlich viel Boxen früher geschaut habe. Wenn du halt solche Musikstücke dann halt kennst, wo du in so eine positive Verbindung bringst und denkst, wie die früher geboxt haben, so geil, im Schwergewicht ging es richtig ran und alles und hast die Erfolge mit denen gefeiert, dann verbindest du ja diese Musik auch damit und die motiviert dich dann halt und dann ist einfach so danach so, yeah. Sehr schön. Jetzt, welches war so dein größter Misserfolg oder Rückschlag auf deinem Weg und wie bist du damit umgegangen oder auf welche Weise konntest du daran wachsen? Da muss ich erstmal überlegen, weil so richtig krasse Misserfolge gab es eigentlich nicht, wo ich sage so, wow, jetzt ist der Ofen aus. Das Glück, ja, das Unglück besser, bin ich froh. Also natürlich gibt es halt so kleine Tiefpunkte, wo du denkst so, wow, wenn jetzt das irgendwie der Monat nicht so läuft oder Corona war eine große Krise natürlich auch für bei alle. Mein Podcast starten ist jetzt nichts Überlebenswichtiges. Also da tut ja jeder Unternehmer dann auch, oh, weiß nicht.
da war halt schon so ein Knick da, aber das waren auch so ein paar Monate halt, dann ging es wieder aufwärts, da muss man, es sind halt so Durststrecken, wo man durch muss. Da darf man halt einfach die Hoffnung auch nicht aufgeben und sich auch nicht entmutigen lassen und ja, einfach weitermachen. Es lohnt sich durchzuhalten, weil es kommen wieder bessere Zeiten und die kommen dann auch, oder wenn du es schaffst, durchzuhalten, ist das so? Ja, es ist einfach, ich glaube, es ist auch wieder so eine Mindset-Sache, so eine Einstellung. Wie gehst du durchs Leben und sagst, ja, ist alles scheiße und ja, ist klar, dass es mich jetzt trifft und mir geht's ja schlecht, dann wird dir das auch, ist meine Einstellung oder meine Überzeugung, dann wird dir das auch so widerfahren. Aber wenn du mit einer Einstellung durchs Leben gehst, sagst, hey, selbst wenn diese Türe sich nicht öffnet oder wenn die Türe zugeht, es tut sich immer und überall eine neue Türe auf, eine neue Möglichkeit, eine neue Chance. Es wird funktionieren, also wenn du so eine positive Grundeinstellung hast, nicht überheblich, aber halt einfach so ein positives Grundding, so, dann hat sich bis jetzt immer, es ergibt sich immer, wo immer irgendwo geht irgendwas, wo man vorher nicht dran denkt. Mein Bruder hat das auch schon zu mir gesagt, der ist Illustrator und seit vielen, vielen Jahren selbstständig. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn er mit mir telefoniert, denkt er sich jedes Mal, sag mal, irgendwie bei dir ist auch immer, du machst einfach und irgendwie ist es geht. Sehr schöne, motivierende Worte. Und das Schöne finde ich an dem, es ist ja nicht nur für dich selbst, sondern du strahlst es dann auch aus und es geht an andere Menschen über, sei es an deine Podcast-Hörer, an deine Familie, deine Freunde und das multipliziert sich dann und das finde ich das Schöne dran. Ja, das ist eine super Sache. Ich meine, das merkt man ja auch in solche Videocalls, wenn du irgendwas hast, wenn du dann selber da hängst wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und derjenige, der dich gebucht hat, dem merkst du dann einfach an, so, oh, jetzt habe ich gerade wieder so tief und oh, muss ich hier Intro, Outro, muss ich, oh, ich habe eigentlich, und wie viel muss ich noch machen? Und wenn du dann in dieses Energielevel mit reingehst, sagst, ja, stimmt, ich habe heute eigentlich auch keinen. Dann ziehst du dich so gegenseitig runter und es funktioniert auch. Dann ist natürlich genau, eben, dann ist es für beide schlecht. Also für mich ist es schlecht für mein zukünftiges Business, weil du wirst dann auch nicht weiterempfohlen. Ja, genau. Und für den anderen ist schlecht, weil zum einen bezahlt er mich dafür, dass ich ihm helfe und zum anderen geht es dem ja schon schlecht. Also kann ich ja hingehen und sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt eine coole Zeit zusammen und gucken jetzt, dass wir da vorankommen. Super. Und welches war so dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt? Also, oder hast du überhaupt einen Fehler gemacht oder nennst du es Fehler oder wie gehst du damit um? Größter Fehler war, glaube ich, damals so, dass in dieser Fotografie, das hätte wahrscheinlich doch funktionieren können, aber ich habe den Fokus darauf einfach so ein bisschen verloren. Also ich hatte da so, man ist ja rückblickend, ist man ja immer schlauer und ich hatte da nicht den Fokus, so wie ich ihn jetzt beim Podcasting habe. Also ich brenne und ich habe das zu spät erkannt einfach. Ich hätte es noch schneller erkennen können, weil ich mich dann da immer so ein bisschen festgehalten habe, weil das halt so dieses Ding am Anfang ist, ja, du musst ja gucken, dass irgendwie Geld reinkommt. Und dann bin ich so zweigleisig gefahren, habe das Podcasting so hochgezogen, habe aber gleichzeitig irgendwie versucht, das mit dieser Panoramafotografie doch noch irgendwie hinzukriegen. Habe dann da Flyer bestellt, bin durchs Dorf gelaufen, habe in jedem Briefkasten überall. Also wo du halt einfach die Energie falsch hinlenkst für etwas, wo du eigentlich merkst, dass es gar nicht mehr so deins ist. Und da hätte ich sagen können, okay, da hätte ich mir noch einen Ticken früher schalten können. Aber es war jetzt kein krasser Fehler, der irgendwie mich da Millionen oder irgendwas gekostet hätte oder mich meine Selbstständigkeit oder sonst irgendwas. Aber dann lieber von Anfang an sich auf eine Sache voll und ganz fokussieren. Also das ist, hast du daraus gelernt. Ja, also wenn du irgendwas hochziehen willst irgendwie, dann versuche nicht auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen. Es kommt natürlich ein bisschen auf den Typus Person drauf an, der du bist. Es gibt ja Menschen, die können sich Monate, Jahre lang nur mit einer einzigen Sache volle Kanone beschäftigen. Und dann gibt es natürlich aber auch Menschen, die sich halt gerne mit mehreren Sachen beschäftigen. Die dauern dann halt vielleicht ein bisschen länger. Aber da muss man halt einfach erkennen, was ist das, womit verdiene ich mein Geld? Und was ist eine Leidenschaft, die ich habe, die ich aber gerne mache, aber damit gar kein Geld verdienen will. Also eben muss man so ein bisschen achten, aber Fokus haben ist schon sehr, sehr wichtig. Und noch eine Ansatzfrage, wie schafft man es dann, wirklich so den Fokus auf eine Sache zu richten? Das kenne ich ja selbst, oder du hast so verschiedene Ideen und du willst loslegen und bist vielleicht noch nicht so zu 100% überzeugt. Wie hast du es dann schlussendlich geschafft, dich voll und ganz aufs Podcasten zu konzentrieren und dich nicht in alle Richtungen ablenken zu lassen?
Ja, das war, glaube ich, einfach, weil ich selber so geil finde. Ich glaube, dass wenn du für etwas richtig brennst, dann rennst du da hinterher. Dann hält dich nichts anderes mehr davon ab. Und ich glaube, das ist so das, also ist gar nicht irgendwie, dass ich mich da krass fokussieren müsste. Ja, weil es einfach, weil von Anfang an war halt dieses Ding da, ich will anderen Menschen helfen, weil es jeder verdient hat, einen eigenen Podcast zu starten. Es kann nicht sein, dass jemand keinen Podcast macht, nur weil ihm diese, ich sag's jetzt mal, bei einem diese scheiß Technik im Weg steht. Es kann einfach nicht sein, es darf nicht sein. Und ich glaube, das ist das, wo mich so angetrieben hat und ich so den Fokus darauf hatte. Und ich glaube, das ist so dieser Punkt, wenn du für irgendeine Sache brennst, du sagst, da kenne ich mich richtig aus, das ist richtig geil. Ich weiß, wie es noch geiler geht. Und wenn nicht, dann lerne ich so lange, dann gucke ich so lange, bis es noch besser geht. Es geht immer irgendwie ein bisschen besser. Und muss, wenn man aus eigenem Antrieb dann das letzte Quäntchen noch irgendwie rausquetschen will, so, jetzt habe ich nochmal irgendwas, wo ich nochmal 5 Minuten pro Podcast-Folge spare. Das hört sich nicht viel an, ist aber auf dem Monat jetzt auch wieder 20 Minuten oder noch mehr. Wenn du so brennst für irgendwas, dann hast du, glaube ich, von ganz alleine den Fokus. Oh, sehr schöne Worte. Das motiviert mich auch gleich selbst. Das ist sehr schön zu hören. Und welche sind aktuell so deine größten Herausforderungen? Die größte Herausforderung ist bei mir Social Media. Mhm. Das ist aber auch, weil ich weiß, es ist wichtig. Aber ich bin selber auch gerne auf Social Media so unterwegs in Gruppen und so, kommuniziere dann auch gerne. Aber das ist so diese Omnipräsenz in Social Media, das ist was, da sage ich dann so, oh, finde ich es dann wieder anstrengend. Eben das zieht mich runter. Und deswegen habe ich angefangen, das outzusourcen. Und gesagt, hier, ich komme damit nicht klar. Es ist nicht meins, nicht Social Media an sich, sondern halt da Content zu erstellen. Das habe ich an jemanden abgegeben und gesagt, hier, mach du das für mich. Ich will mich damit nicht beschäftigen, eben weil da kenne ich mich nicht aus, habe ich nicht meinen Fokus drauf. Ich fokussiere mich lieber darauf, anderen Menschen dabei zu helfen, ihren geilen Podcast zu starten. Und eben das ist die größte Herausforderung und die habe ich jahrelang vor mir hergetragen auch. Immer wieder Anläufe genommen, musst Social Media machen, damit ich die Leute kennenlerne. Du musst es machen, weil ohne geht's nicht. Und ja, das ist so das, was mich gechallenged hat die letzten, sage ich mal, 2 Jahre sicher, bis ich jetzt an dem Punkt war, dass ich für mich eingesehen habe, lass jemand anderem machen. Aber es ist auch sehr schön zu sehen, also in dem, was du anbietest und jetzt, wie du es selbst angehst, also wenn du das Gefühl hast, etwas machst du nicht so gerne oder es frisst zu viel Zeit oder es nimmt dir den Fokus, dann gibt es auch immer Möglichkeiten, das outzusourcen. Es gibt immer Menschen, die das vielleicht besser und besser können als du und es lieber machen. Das ist ja sehr schön zu sehen. Also es gibt Experten in jedem Bereich, warum alles selber machen. Ja, und es ist einfach auch wichtig, das selber einzusehen. Also man muss nicht alles können. Ich weiß, wie man Canva-Bildchen erstellt. Ich weiß, wie man Social-Media-Postings macht. Aber es liegt mir nicht. Es macht mir nicht den Spaß, den es machen sollte, damit du eben da voll hinten dran stehst. Und dann ist es bei mir halt immer wieder eingerissen und ich habe es dann halt vernachlässigt. Und das ist wie beim Podcasten auch. Im Podcast musst du anfangen und hörst einfach nicht mehr auf. Diese Kontinuität und Regelmäßigkeit zahlt halt auf diese Omnipräsenz und diesen Expertenstatus letztendlich ein. Und wenn du das selber nicht hinkriegst, dann ist es, also entweder du investierst Zeit und machst es selber oder du investierst Geld und lässt es jemand anderem machen, der sich darauf spezialisiert hat und der dann weiß, was halt auch die Fallstricke da hinten dran sind. Sehr schön. Jetzt kommen wir zur schnellen Fragerunde und da bitte ich dich auch so in einem kurzen Satz ein paar Wörter zu antworten. Es kommen Schlag auf Schlag immer wieder Fragen auf dich zu. Bist du bereit? Ja, nicht wirklich. Ich bin nicht der Typ, der schnell antwortet, aber ich habe ja keine Chance. Nee, mach mal. Was hilft dir, gute Entscheidungen zu treffen? Mein Bauchgefühl. Welches ist der wichtigste Tipp, den du deinem 20 Jahre jüngeren Ich mitgeben willst? Mach dich ganz früh selbstständig. Welches ist der beste Ratschlag, den du selbst jemals erhalten hast? Mach dein eigenes Ding. Welches ist der Schritt, der dich am meisten weitergebracht hat und der dich zu dem gemacht hat, der du jetzt bist?
Ja, dass ich meinen Job gekündigt habe, war damals der größte Schritt. Und das natürlich in Zusammenhang mit meiner Frau, die da natürlich hinter mir stand von Anfang an, weil sonst wäre das so gar nicht möglich gewesen. Jetzt ergänze bitte diesen Satz. Am meisten bereuen würde ich, wenn ich... Wenn ich nicht gekündigt hätte. Richtig frei bin ich, wenn ich... Oh. Oder vielleicht auch Freiheit bedeutet für mich. Ja, Freiheit bedeutet für mich, dass ich von überall aus dann arbeiten kann, wann ich will. Das, was im Leben wirklich zählt, ist... Familie. Glück ist für mich... Meine Familie. Erfolg bedeutet für mich... Was bedeutet Erfolg für mich? Ja, das zu tun, was ich gerne mache, und wenn es auch irgendwann mal was anderes ist, dann ist es halt was anderes. Und Geld bedeutet für mich? Geld bedeutet, es eröffnet Möglichkeiten. Falls du 1 Milliarde Euro, Schweizer Franken, was auch immer, haben würdest, so die Vorstellung, alles Geld der Welt zu haben, was würde sich an deinem Leben ändern und warum? Da würde sich gar nicht so viel ändern, weil wir jetzt schon in einer äußerst komfortablen Situation sind. Wahrscheinlich wäre es noch ein bisschen ruhiger, weil ich mich noch mehr darauf fokussieren könnte, einfach nur anderen Menschen noch mehr weiterzuhelfen und das ohne Bezahlung entgegennehmen zu müssen. Richtig gelebt habe ich, wenn ich... Keine Ahnung. Voll okay. Welches ist das beste Buch, das du jemals gelesen hast und warum? Das Ein Hund namens Money von Bodo Schäfer, weil das auf eine so kindliche Art, das ist für Kinder geschrieben und ich empfehle es wirklich jedem, mindestens jedem Elternteil, also Eltern sowieso, aber auch Ledige oder halt Singles, wie auch immer, wenn ihr keine Kinder habt, kauft euch dieses Buch und lest es, weil das beschreibt auf eine kindliche Art und Weise, wie man mit Geld umgeht, wie man investiert und wie man Unternehmen aufbaut. Es ist so genial geschrieben, also ich kann es mega empfehlen. Es ist eigentlich für Kinder geschrieben, aber ich liebe dieses Buch. Welche Internetplattform oder Tool oder welche Internetressource hat für dich so einen richtig guten Mehrwert, wo du immer wieder brauchst? Das ist Zapier oder Zapier, je nachdem, wie man es halt ausspricht, ist eine Online-Plattform, die verschiedene Tools, wo man verschiedene Tools miteinander verknüpfen kann, die man eigentlich so vordergründig gar nicht verknüpfen kann. Und dadurch kann man unheimlich viele Prozesse automatisieren und die erleichtern einem immer mehr die Arbeit. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto krasser wird's, was damit möglich ist. Also sollte man sich anschauen. Wenn du nochmals von vorne anfangen könntest, was würdest du anders machen und warum? Ich würde viel früher kündigen und mich viel früher mit finanzieller Bildung befassen und eben mich dementsprechend auch selbstständig machen und viel früher anfangen zu investieren. Weil es einfach, ja, das bleibt in der heutigen Zeit so oft auf der Strecke, diese finanzielle Bildung, und alle sind hier, du musst diese klassische Karriere machen, Angestellter sein. Es gibt also in Deutschland gibt es kein Unternehmertum in der Schule oder so, irgendwie sowas, so eben mach dein eigenes Ding. Und das ist schade. Wenn du einen Wunsch frei hättest, der wirklich auch in Erfüllung geht, welcher Wunsch wäre das halt noch? Dass meine Kinder die Möglichkeit haben, ihr eigenes Ding zu machen. Also dass sie von vornherein die Chance haben, die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren, Dinge auszuprobieren und das zu finden, wofür sie dann brennen. Sehr schön. Das war's mit der schnellen Runde. Jetzt kommen wir noch wirklich so zu den 2 Abschlussfragen. Und einerseits würde ich von dir gerne wissen, wie kommt man so auf seinen eigenen Weg? Wie findet man seine Leidenschaft? Das ist ja so eine große Herausforderung für viele.
Ja, das ist eine schwierige Sache, glaube ich einfach. Es ist einfach, man findet es einfach dadurch raus, indem man einfach mal mit irgendwas anfängt. Das muss am Ende nicht das Ende sein. Also man darf sich da nicht zu verbissen sehen irgendwie, ja, ich mache jetzt aus dem Trotz raus, ich will aus meinem Job raus, ich will irgendwas Eigenes machen. Ich kann jetzt nur dieses eine. Und dann tut man sich darauf so festbeißen. Und wenn das nichts wird, dann ist alles nichts, dann hat das alles keinen Sinn. Wichtig ist, glaube ich, einfach mal anzufangen, einfach mal zu starten und gucken, was passiert. Also es ist, bei mir ist halt so das krasse Beispiel, ich habe so ein großes Netzwerk aufgebaut, so viele Leute kennengelernt, die waren früher das Interviewpartner in meinem Podcast, die sind dann irgendwann Geschäftspartner geworden, mit manchen unterhalte ich mich immer wieder, also es ist, ganz, ganz wichtig ist einfach, mit irgendwas einfach mal zu starten und offen zu sein dafür, zu hören und zu sehen und zu fühlen, dass das auf einmal andere Möglichkeiten sind, die mit dem Ursprung eigentlich gar nichts mehr gemein haben, aber halt so krasse Möglichkeiten einfach bieten, dass man denkt, ich freue mich dran gedacht. Einfach durchs Ausprobieren und Mut anzufangen und zu tun. Ja, es gibt ja auch dieses Sprichwort, egal wen man fragt, wieso fragst du nicht, wieso machst du nicht, weil ein Nein hast du schon. Sehr schön, ja. Also es kann ja nur noch besser werden, indem du es einfach machst, weil nicht getan, nicht ausprobiert hast du ja schon. Also kannst ja nur das andere, das Gegenstück noch probieren und sagen, okay, ich mach halt einfach. Da eröffnen sich plötzlich ganz viele weitere Möglichkeiten, vielleicht an die du noch gar nicht gedacht hast, ja. Welches sind die drei wichtigsten Tipps, die du Menschen mitgeben würdest, die sich ein freieres und selbstbestimmteres Leben wünschen und davon träumen, ihr eigenes Ding zu machen, aber nicht so recht wissen, wie anzufangen? Ja, den ersten haben wir jetzt ja quasi schon gesagt, eben es ist einfach dieses einfach mal anzufangen, einfach mal zu starten. Dann ist das nahe Umfeld nicht unbedingt der beste, das wäre so Tipp 2, das nahe Umfeld, sprich ganz oft Familie, Verwandtschaft, Freunde, die sind nicht unbedingt der beste Tippgeber, wenn es genau um solche Sachen geht, weil die halt Angst haben, die wollen dich ja eigentlich nur beschützen und sagen, nee, mach das mal lieber nicht. Was ist, wenn es schief geht? Was machst du denn dann? Deswegen sind so, das nahe Umfeld ist nicht unbedingt der beste Ratschlaggeber, wenn es um Freiheit, ein eigenes Business, ein eigenes Ding gründen, ist ganz, ganz oft so. Und als dritten Tipp würde ich, was würde ich da noch mitgeben? Lass ich ganz schnell überlegen. Als dritten Tipp, bleib einfach am Ball. Einfach weitermachen. Diesen Glauben nicht zu verlieren, dass es auf irgendeine Art und Weise funktionieren wird. Also so eine positive Grundeinstellung, dass es klappen wird. Es kann sein, dass es dauert. Es kann sein, dass es ein ganzes Jahr geht. Es kann sein, dass es 2 Jahre geht. Aber wenn du stetig weitermachst, dann bist du schon so viel weiter weg wie alle anderen, weil die hören nämlich alle auf oder fangen erst gar nicht an. Und damit bist du schon wesentlich erfolgreicher wie 98%. Auch diese wieder extrem motivierende Worte. Herzlichen Dank. Und jetzt sind wir auch am Ende angelangt. Dominik, sag doch nochmal kurz, wie erreichen dich meine Hörerinnen und Hörer am besten, wenn jetzt jemand bei dich als Podcast-Starthilfe und Podcast-Begleitung in Anspruch nehmen will? Also zentrale Anlaufstelle ist natürlich meine Webseite, die ist www.podcast-machen.com. Da findet man dann meinen Podcast, da findet man dann Links zu mir, also E-Mail schreiben, WhatsApp. Da findet man natürlich dann auch die Verlinkungen zum Podcast, zu meinen wichtigsten Social-Media-Kanälen. Auf LinkedIn bin ich am stärksten aktiv, auf Instagram wird auch sehr, sehr viel Content zum Thema Podcasting gepostet. Das findet man alles über meinen Namen, Dominik / Bagatzky oder Dominik Bagatzky einfach. Also die Kontaktdaten, denke ich mal, verlinkst du sicherlich auch in den Shownotes. Da ist dann halt am einfachsten. Ist am einfachsten. Aber letztendlich zentral über die Webseite einfach. Oder schreib mir eine E-Mail, dominik@podcast-machen.com. Genau, das verlinke ich auch alles unten in den Shownotes und auch die E-Mail, dann geht es am einfachsten, dich zu kontaktieren. So. Gut, dann wäre ich von mir ausgesehen am Ende. Gibt es noch irgendetwas, was du noch mitteilen möchtest, Dominik?
Nee, außer, also im Großen und Ganzen haben wir ja wirklich alles durch. Was könnte ich noch sagen? Macht euer Ding, macht es einfach. Habt keine Angst. Also es ist mehr wie ein Nein, mehr wie schiefgehen kann es ja nicht. Also gerade wenn ihr noch angestellt seid und euch ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr, ich will was Eigenes machen, dann startet einfach neben, ihr müsst es nicht so krass machen wie ich, einfach kündigen und dann die harte Schiene fahren. Das ist schon echt, das ist schon schon heißes Eisen, ganz klar. Wenn man in der komfortablen Lage ist, sowas nebenbei einfach mal zu machen und sich auszuprobieren. Man kann ja auch hingehen und überlegen, okay, vielleicht kann ich ja mein Arbeitspensum um 20% reduzieren, damit gewinnst du schon einen ganzen Tag in der Woche, den du für dein eigenes Business irgendwie investieren kannst. Probiert's einfach. Mehr wie geht nicht, gibt's nicht. Es kann eigentlich nur geiler werden. Aber ich könnte noch ewig weiter. Ich könnte dir noch ewig zuhören, aber herzlichen Dank für diese motivierenden Worte abermals und herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe sehr viel gelernt und es hat mir extrem Spaß gemacht mit dir, Dominik. Ja, sehr, sehr gerne und auch an dich vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich hier sein durfte und da mein Wissen und meine Erfahrung einfach mal weitergeben. Sehr gerne und hoffentlich auf ein baldiges Wiederhören oder sogar Treffen. Bis dann. Ciao, ciao, Dominik. Ciao. Bis dann, ciao. Hat dich diese Episode inspiriert und vielleicht sogar ein bisschen weitergebracht und neue Perspektiven aufgezeigt? Dann teile sie gerne mit deinen Freunden und auf deinen Netzwerken. Ich danke dir herzlich dafür. Schaue auch gerne auf meiner Webseite unter sinn-unternehmer.com vorbei. Dort warten weitere hilfreiche und kostenlose Ressourcen auf dich. Und eins möchte ich dir noch mitgeben. Folge dir selbst. Folge deinem inneren Antrieb. Denn echter Erfolg ist das, was erfolgt, wenn du dir selbst folgst.